das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Darauf haben Sie 9 Jahre warten müssen bei der NASA, dass Sie wieder von Florida aus Menschen ins Weltall befördern können. Heute also hat es geklappt nach ein paar Tagen Verzögerung. Um 22 Minuten nach 9 unserer Zeit sind Sie aufgebrochen Richtung internationale Raumstation in einem Projekt, das Privat und Staat verbindet. Die NASA also und SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk, 400 Kilometer weit weg. Diese Art von Social Distancing gefällt dem Präsidenten und seinem Vize. Sie waren auch gerade gucken. Claudia Buckenmeier über den Start in eine neue Ära. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, bottom. Bis zuletzt haben sie gebankt wegen des Wetters. Doch dann eine neue Ära, ein historischer Moment. So feiern die US-Amerikaner ihre Rückkehr zur bemannten Raumfahrt. Für die Astronauten läuft alles nach Plan. Sie sitzen fast regungslos und die private SpaceX-Mannschaft am Boden steuert. Der Präsident zufrieden und stolz. Mit dem Start hält er die Abhängigkeit vom russischen Raumfahrtprogramm für beendet. So ein Anblick ist unglaublich. Echtes Talent und Genie. Niemand kann das wie wir. Vor dem Start. Bob Behnken und Doug Hurley verabschieden sich. Vor 9 Jahren war Hurley beim letzten Start einer US-Raumfähre auch dabei. Hör auf deine Mutter, Mann, Behnken, seinen Sohn. Alles trägt die Handschrift von Elon Musks Unternehmen. Die Anzüge, die Fahrt zum Raumschiff in einem Tesla, die fast klinisch nüchterne Ausstattung der Kapsel, Touchpads statt Knöpfen. Die NASA hofft durch die Kooperation auf ein deutlich günstigeres Raumfahrtprogramm, auch wegen der wiederverwendbaren Teile. Die erste Raketenstufe ist sicher auf einem Schiff gelandet. Im Weltall schaffen es Menschen seit Jahrzehnten, friedlich zusammen zu sein, ganz gleich, woher sie stammen und wie sie aussehen. Auf der Erde schaffen sie das nicht. Wieder ist ein Schwarzer in den Händen weißer Polizisten zu Tode gekommen. Und wieder gehen Menschen auf die Straße, weil sie das empört und wütend macht. Inzwischen die 4. Nacht in Folge. Denn die beteiligten Polizisten wurden zwar entlassen, aber nur einer der 4 wurde angeklagt und das auch erst gestern. In mehr als 30 Städten Proteste und auch Kämpfe mit der Polizei. In Atlanta haben Demonstranten die Zentrale des Fernsehsenders CNN angegriffen. In Washington Hunderte vor dem Weißen Haus, in dem zu diesem Zeitpunkt auch der Präsident war. Und in Minneapolis, dort, wo George Floyd am Dienstag zu Tode gekommen ist, dort entlädt sich die Wut am heftigsten, wie unser Korrespondent Jan-Philipp Burgert berichtet. Auch das ist Minneapolis. Viele Bürger packen am Tag nach den Brandstiftungen und Krawallen mit an. Hier ist wenig zu retten, aber die Geste ist groß. Ich finde es wichtig, dass wir in diesem Moment von Chaos und Krise zusammenkommen. Ich unterstütze das Anliegen, Gerechtigkeit für George Floyd und seinen unnötigen Tod zu erreichen. Aber die Leute, die das hier getan haben, die zerstören diese Gemeinschaft. Ich will helfen, aufzuräumen. Letzte Nacht waren trotz Ausgangssperre Tausende auf die Straße gegangen, um ihrer Wut Luft zu machen. Immer wieder kommt es zu Plünderungen. Die Nationalgarde ist vor Ort. Doch das schreckt hier kaum jemanden ab. Diese Gewalt ist eine direkte Reaktion auf die Polizeigewalt und Brutalität. Wir reagieren mit Gewalt, weil wir es nur so kennen. Das hier ist Gerechtigkeit, auch wenn andere Leute die Proteste als rücksichtslos oder barbarisch betrachten. Isa Perez und ihr Mann verstehen die Welt und ihre Stadt nicht mehr. Seit 16 Jahren betreiben sie hier ein Tattoo-Studio. Jetzt haben die Plünderer ihre Existenz zerstört. Alle teuren Geräte und Körperschmuck wurden gestohlen. Eine Versicherung haben sie nicht. Die konnten sie sich wegen der Corona-Krise nicht mehr leisten. In der Eskalation der Proteste sieht Isa ein Versagen des Staates. Hier kommt keine Polizei. Sie haben Angst, in diese Gegend zu kommen, wo die Proteste passieren. Polizei und Nationalgarde wird oft vorgeworfen, tatenlos zuzusehen. Offenbar will man unbedingt vermeiden, dass es hier bei Zusammenstößen Tote gibt. Denn das könnte auch die Gewalt in anderen Teilen der USA weiter eskalieren lassen.
Diese Bilder könnten sich in den kommenden Tagen wiederholen. Deshalb werden mehr als 1000 zusätzliche Nationalgardisten zur Verstärkung nach Minneapolis geschickt. Sie sollen die 700 Soldaten unterstützen, die bereits vor Ort sind. Damit handelt es sich um den größten Einsatz in der Geschichte der Nationalgarde. Keinem Präsidenten ist es bis jetzt gelungen, Rassismus und Polizeigewalt in den Griff zu bekommen. Jan-Philipp Burgert in Minneapolis. Wie geht der aktuelle Präsident damit um? Ja, Präsident Trump schlägt auch heute keine versöhnlichen Töne an, sondern er schüttet weiter rhetorisches Öl ins Feuer und setzt auf das Prinzip Abschreckung. Heute kündigt Präsident Trump nämlich an, im Notfall neben der Nationalgarde auch Militärpolizei hier nach Minneapolis zu entsenden. Und den Demonstranten in Washington, denen droht er wörtlich, Hunde auf sie zu hetzen und unheilvolle Waffen gegen sie einzusetzen, sollten sie den Zaun vom Weißen Haus überwinden. Trump setzt also weiter eher darauf, die Herzen nur eines Teils der Gesellschaft zu gewinnen, anstatt die Gesellschaft miteinander zu versöhnen. Und viele Demonstranten, mit denen wir hier darüber gesprochen haben, die sind davon überhaupt nicht überrascht und sie sind auch nicht provoziert worden dadurch, weil sie sagen, dass sie insgesamt mit der amerikanischen Politik schon unzufrieden sind und sie sind enttäuscht, frustriert, weil sie auch argumentieren, dass es ja selbst Präsident Obama, also Trumps Vorgänger, nicht gelungen sei, das Problem der Polizeigewalt gegen Schwarze und den Alltagsrassismus zu bekämpfen. Danke für die Information und Ihre Eindrücke aus Minneapolis. Danke, Jan-Philipp Burgert. Und wir kommen nach Deutschland. Mehr als 300 Kraftwerke hat dieses Land. Über eines redet aber gerade ganz Deutschland. Datteln 4 im Norden des Ruhrgebiets ist ein einziges Paradox. Es ist eines der modernsten seiner Art, nur ist es definitiv von gestern. Denn Datteln 4 verstromt Steinkohle und soll spätestens in 18 Jahren vom Netz für die Energiewende. Allerdings, das Kraftwerk ist neu ans Netz gegangen, weil es ein bisschen weniger Dreck macht als die alten CO2-Schleudern. Ist ein bisschen weniger Dreck schon sauber? Darum geht der Streit seit Jahren und auch heute. Jan Koch über jede Menge Kohle und Kohlendioxid. Das Streitobjekt. Seit Jahren. How dare you? Wie könnt ihr nur, trotz beschlossenem Kohleausstieg? Klimaaktivisten unter anderem von Ende Gelände, Greenpeace oder auch Fridays for Future fordern, das Werk Datteln 4 sofort wieder zu schließen. Im Jahr 2020 ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen zu lassen, ist Wahnsinn. Wir müssen jetzt raus aus den fossilen Energien. Und dieser Tag heute wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem uns die Politik verraten hat, an dem die Politik meine Generation verraten hat. Die Regierung mache sich unglaubwürdig und müsse wieder mehr in Sachen Klimakrise tun. Wir haben in Corona gesehen, wie es funktioniert, wenn eine Regierung durchgreift, wenn sie tatsächlich mal anfängt anzupacken und sich auch durchsetzt im Zweifel gegen den Markt. Und hier anscheinend direkt vor Datteln 4 macht sie radikal Halt, löst sich von ihrer Verantwortung. Die rote Linie sei nicht nur symbolisch überschritten. Datteln 4. Verglichen mit anderen Werken ist es effizienter, stößt weniger CO2 aus, macht es möglich, veraltete Werke zu schließen. Die Kohlekommission hatte trotzdem geraten, es nicht mehr ans Netz gehen zu lassen. Die Bundesregierung entschied anders. Betreiber Uniper meldete sich auf Nachfrage nur schriftlich, sich auf die Eröffnung zu freuen, stolz auf die Teamleistung zu sein. Unter den Protestierenden auch einige Anwohner wie Franziska Pennekamp. Sie ist in Datteln aufgewachsen. Als 2007 der Grundstein gelegt wurde, war sie 12. Das ist richtig zentral für mich, dass heute ein starkes Zeichen gesetzt wird, dass auch wenn das Kraftwerk ans Netz geht, der Protest nicht einschläft, dass auch in den kommenden Wochen und Monaten das weitergeht und wir laut bleiben werden, die Klagen gehen weiter. Gegen Datteln 4, gegen das neue Kraftwerk, das unter anderem mit Kohle aus Russland und Kolumbien befeuert wird, es mit seiner Effizienz neuen Energiegewinnungsmethoden schwer macht, mithalten zu können und so zum Symbol um den Streit über die zukünftige Energiepolitik wird. Wie geht Verreisen in leicht gelockerten Corona-Zeiten? Nicht wenige in Deutschland entdecken gerade die perfekte Kombination. Zu Hause sein und weg von zu Hause gleichzeitig. Camping. Es ist auf jeden Fall eine kleine Flucht in Zeiten beschränkter Reisefreiheit, deshalb vermutlich auch so beliebt früher in der DDR und heute angesagt in ganz Deutschland. Überall zwischen Ostsee und Bodensee sind die Plätze wieder offen und ganz wichtig, jetzt auch im Süden wieder Dusche und WC. Alfred Knödler und Michael Stocks über die geradezu pfingstliche Begeisterung stilvoll zu verwahrlosen.
Heutigen Zelten, Zelten ist schon viel zu lange her. Es ist wie ein Befreiungsschlag. Sie haben ihren Platz ergattert. Wochenlang haben sie darauf gehofft. Erleichterung bei der Familie Just aus Offenburg. Heute ist jetzt dieser Tag, wo wir mit unseren Kindern hier campen dürfen. Ja, einfach nur cool. Pure Idylle, die viele nach Monaten der Entbehrung wohl viel intensiver wahrnehmen als sonst. Ansturm am Campingplatz Klausenhorn am Bodensee, alle 250 Plätze belegt. Für Pfingsten hatten sie dreimal so viele Anfragen. Fast alle 300 Campingplätze in Baden-Württemberg ausgebucht. Jetzt werden wir überrollt, was zu Pfingsten eh schon normal ist. Und jetzt in dieser besonderen Situation dieses Jahr noch mal deutlich verstärkt. Die entscheidende Hürde für den normalen Campingbetrieb wurde aus dem Weg geräumt. Jetzt dürfen wieder Camper mit Zelt und nicht nur die mit Wohnmobilen auf den Platz. Denn die Sanitäreinrichtungen dürfen wieder genutzt werden unter Auflagen. Abstand, Maskenpflicht und nochmal Abstand. Wenn sich die Gäste im Sanitärbereich nicht an den Mindestabstand halten und keinen Mundschutz tragen, dann ist natürlich das Risiko für eine zweite Welle sehr, sehr groß. Und es wäre einfach für alle wirklich schlimm. Daher hoffen wir einfach, dass alle immer ihre Masken brav tragen und aufeinander Rücksicht nehmen. Die Masken hat Familie Just aus Offenburg immer griffbereit. Für die Momente, in denen sie anderen näher kommen. Ansonsten genießen sie die Freiheit, campen im eigenen Land, ideal in diesen Corona-Zeiten. Wenn jeder ein bisschen selber aufpasst, denke ich mal, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und man kann ein bisschen ja auch selber was dafür tun. Ja, so ist es. Bilderbuchwetter am Bodensee. Ideale Bedingungen für die Kitesurfer nur, und das versteht hier kaum einer, Baden ist offiziell noch nicht erlaubt. Egal, Hauptsache endlich wieder draußen. Campingsaison 2020, zum Wohl. Deutschland macht sich zusehends locker und auch die Schulen sollten bald wieder ein volles Unterrichtsprogramm anbieten, wenn es nach Bundesbildungsministerin Karliczek geht. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Karliczek rief alle Bundesländer und Schulen dazu auf, die Voraussetzungen für einen verlässlichen Präsenzunterricht nach den Sommerferien zu schaffen. Chancenungleichheiten würden durch den Corona-Shutdown verschärft, warnte die Ministerin in der Rheinischen Post. Um Abstandsregeln einzuhalten und mehr Raumkapazitäten zu schaffen, könnten Schulen beispielsweise Container aufstellen. Bundeskanzlerin Merkel wird Ende Juni voraussichtlich nicht zum G7-Gipfel in die USA reisen. Stand heute könne sie in Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage ihre persönliche Teilnahme in Washington nicht zusagen, erklärte ein Regierungssprecher. US-Präsident Trump hatte statt einer Videokonferenz ein reales Treffen angeregt als so wörtlich großartiges Zeichen der Normalisierung. Das Rettungspaket für die angeschlagene Lufthansa hat eine wichtige Hürde genommen. Der Lufthansa-Vorstand billigte die Auflagen für die Finanzhilfen, auf die sich Bundesregierung und EU-Kommission zuvor verständigt hatten. Demnach soll die Fluglinie an den Drehkreuzen in Frankfurt und München auf einige Start- und Landerechte zugunsten von Konkurrenten verzichten. Der Aufsichtsrat und die Aktionäre der Lufthansa müssen noch zustimmen. In Dresden hat das historische grüne Gewölbe wieder für Besucher geöffnet, ein halbes Jahr nach dem spektakulären Juwelendiebstahl. Kunstfreunde können die Sammlung und andere Räume des Residenzschlosses unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln besichtigen. Zu sehen ist auch die leere Vitrine, aus der Einbrecher im November Schmuckstücke von unschätzbarem Wert stahlen. Willkommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Die hat nur noch 5 Spieltage bis zum Ende der Saison, also auch 5 Gelegenheiten für Schalke, doch noch aus dem Krisenmodus zu kommen, Julia Büchler. Ja, aber aus Königsblau wird langsam Königsgrau, so scheint es. Schalke ist im Dauertief. In der Hinrunde noch, da lief es super. In der Rückrunde aber ist Schalke das schlechteste Team der Liga. 11 Spiele schon ohne Sieg. Nach der Corona-Pause hat die Mannschaft 10 Tore kassiert, aber nur ein einziges geschossen. Auch der Gegner Bremen, momentan Vorletzter in der Tabelle, tut sich eher schwer mit dem Toreschießen. Aber heute hat's geklappt. Ein Treffer, der reichte für den Sieg knapp. Doch die 3 Punkte, die sind ganz, ganz wichtig im Kampf um den Klassenerhalt. Die letzten Sekunden bis zum nächsten Auswärtssieg. Florian Kohfeldt und Bremen holen auf im Abstiegskampf.
Problem ist aber, wir haben noch 6 Spiele, wir sind immer noch hinten dran und wir waren in einer dramatischen Ausgangssituation, in der sind wir immer noch. In einem lange schlechten Spiel auf Schalke, Bremen in Weiß die bessere Mannschaft. Der erste Versuch nach 13 Minuten. Bei Schalke wieder der bereits degradierte Alexander Nübel, der im Sommer zum FC Bayern wechselt, im Tor. Die Schalker sehr defensiv, Anders Bremen zuletzt 2-mal in Folge umgeschlagen. Bietenkurt mit der Führung nach 32 Minuten, die Sehenswürdigkeit der Partie. Bietenkurt hatte bereits vergangene Woche beim Auswärtssieg in Freiburg getroffen. Das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir eine komplett andere Mentalität zeigen. Und das ist der Weg, den wir weitergehen wollen. Und deswegen ist es genau der richtige. Nach der Pause die Schalker mit einer Steigerung und ihrer besten Möglichkeit. Gregoritsch verpasst nach 57 Minuten den Ausgleich. Die Bremer jedoch bis zum Schluss aktiver. Osako hätte das Ergebnis noch ausschmücken können. Es blieb aber beim 0:1. Bremen schlägt Schalke und ist direkt beim nächsten Gegner. Wenn ich gleich im Bus steige, schaue ich mir Frankfurt an und bereite mich auf Frankfurt vor. Und das Gleiche erwarte ich von den Jungs auch. Komplett drinbleiben im Fokus. Am Mittwoch will Werder weiter aufholen. Ja, denn da tritt Bremen dann ja im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Auch die Hessen haben bzw. hatten einen Negativlauf. 6 Bundesligaspiele ohne Sieg bis heute. Aber ausgerechnet gegen Wolfsburg, den Tabellensechsten, gelingt ihnen die Wende. Das 2:1 hart erkämpft, gerettet ist die Eintracht damit noch nicht. Aber der Sieg, der steigert natürlich das Selbstvertrauen. Und das wiederum könnte im Abstiegskampf entscheidend sein. Mit geballten Fäusten zum ersehnten Sieg. Frankfurts Trainer Adi Hütter. Dass wir auch sicherlich immer wieder mal das notwendige Glück auch haben, ist deswegen auch geschuldet, weil wir heute über 90 Minuten eine sehr gute kämpferische Leistung gezeigt haben. Frankfurt in Weiß. Foul Pongracic an Silva. 11 Meter für die Eintracht Mitte der ersten Hälfte. Der gefaulte Silva ganz souverän zur Führung für die Gäste. Wolfsburgs Torwart Castells im falschen Eck. 1:0 der Pausenstand für die Hessen. Nach einer knappen Stunde und diesem Arnold-Freistoß kamen die Wolfsburger zum verdienten Ausgleich. Frankfurts Hasebe zog im Kopfballduell gegen den Torschützen Babu den kürzeren. Die Entscheidung der Partie 5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Der eingewechselte Dost auf Kamada, der Japaner mit seinem 2. Bundesligatreffer zum 1:2. Frankfurt, das schwächste Auswärtsteam der Liga, mit einem wichtigen Auswärtssieg in Wolfsburg. Schön, dass man sieht, dass wenn wir an uns glauben, dass wenn wir die Dinge machen, die wir uns vornehmen, die uns stark machen, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind. Allerdings sah der eingewechselte Toro in der Nachspielzeit noch gelb-rot. Er fehlt beim nächsten Spiel in Bremen. Und dennoch, Hütters Jungs total happy am Ende. Der erste Erfolg nach 6 sieglosen Partien. Und hier die anderen Ergebnisse. Hertha BSC Augsburg 2:0, Mainz Hoffenheim 0:1. Die Bayern gewinnen das Abendspiel deutlich mit 5:0 gegen Düsseldorf. Bereits gestern unterlag Freiburg Leverkusen mit 0:1. Morgen spielt noch Gladbach gegen Union Berlin und Paderborn empfängt Dortmund. Abgeschlossen wird der Spieltag dann am Montag mit der Partie Köln gegen Leipzig. Die Tabelle. München aktuell mit 10 Punkten Vorsprung auf Dortmund. Der BVB spielt aber morgen noch. Leverkusen auf Rang 3, dann Leipzig, Gladbach, Wolfsburg und Hoffenheim. Schalke auf Platz 10, dahinter Köln, Frankfurt, Union Berlin und Augsburg. Und in der Abstiegszone Düsseldorf vor Bremen und Schlusslicht Paderborn. Ja, ein bisschen Glück ist ja auch immer dabei im Fußball, so wie auch beim Lottospielen. Hier sind die aktuellen Zahlen. 5, 18, 33, 35, 42, 43. Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. In ein paar Minuten ist Pfingsten. Wie wird das Wetter, Carsten? Ja, zweigeteilt. Der morgige Pfingstsonntag bringt auf jeden Fall noch mal ein paar Wolken. Und wir sehen auf dem Satellitenfoto von heute Mittag genau diese Wolken. Es gab ja heute schon, vor allem im Osten und im Süden, dichtere Bewölkung. Aber wir müssen auf diese Wolken hier über Polen schauen. Die kommen mit einem östlichen bis nordöstlichen Wind in der Nacht und morgen bei uns an. Wir schalten direkt um auf den Wolken- und Wetterfilm, dann sehen wir, was genau passiert. Wir sehen hier, dass die Wolken aus Ost und Nordosten immer dichter werden. Morgen Vormittag kann es dann rund ums Erzgebirge etwas regnen. Am Nachmittag fällt dann auch ein bisschen Regen im Bayerischen Wald und dann weiter Richtung Berchtesgadener Land. Dahinter reißt das Ganze aber im Nordosten schon wieder auf
und es wird sonnig. Die Temperaturen, ja, in der Nacht geht es runter auf 4 bis 12 Grad. Tagsüber bleibt es am kühlsten unter den dichtesten Wolken in Bayern mit maximal 15 bis 17 Grad. Sonst wären es 18 bis 24 Grad werden. Und dann kommt der zweite Teil von Pfingsten, und zwar am Pfingstmontag. Ja, viel Sonnenschein, kaum noch Wolken. Temperaturen bis zu 28 Grad. Der Dienstag wird sogar noch wärmer mit 24 bis 30 Grad. Vielen Dank besonders dafür, Carsten. Das Wort zum Sonntag ist natürlich auch gleich als Einstimmung gedacht auf die beiden Feiertage. Die nächste Tagesschau kommt heute um 10 vor 2 und die nächsten Tagesthemen morgen Abend. Bis dahin, allen eine gute Zeit.